Der Oli Pocher, ihr kennt ihn als deutscher Comedian. Er war auch schon mal da bei Choice. Es lohnt sich übrigens immer mal auf choice.ch/videos zu gehen. Da seht ihr auch, was er da gemacht hat mit dem Staffler-Chef. Aber der Oli Pocher macht jetzt offenbar für den Moment keine Comedy, sondern er macht Musik. Er macht EDM, er macht Electronic Dance Music. Er hat mit dem Clyde Trevor zusammengeschaltet und hat einen Track aufgenommen oder produziert oder immerhin im Videoclip mitgespielt, was ich nenne This is EDM. Ich zeige euch gerade, mit den schauen, wie er so im Anzug und so weiter so einen auf cool macht. Und wir verstehen es wirklich noch nicht, was dahinter ist. Wir wollen nachher gerne mit euch diskutieren. Darum zieht euch bitte das Werk mal rein und nachher connecten wir mal und schauen mal, was wir da davon halten. Bitte schön. EDM! Everybody in the club! Everybody in the club! Everybody in the club! We say, hey, 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 hey! Okay, this is EDM, sagt der Oli Pocher. Und irgendwie sind wir recht überrascht, all meine Leute, die da sind. Der Track kommt bei den Choice-Zuschauern relativ gut an. Wir haben nicht wirklich gewusst, was davon halten, ehrlich gesagt. Desiree, gib uns doch mal rasch so einen Überblick. Puh, ich habe relativ viele Meinungen bekommen. Ich muss auch sagen, jetzt erstens persönlich, ich finde, man hätte nicht gemerkt, dass er in dem Video ist, wenn man es nicht gesehen hat. Also, du merkst es jetzt nicht. Aber es ist eigentlich recht, aber zuerst mal recht gut angekommen eigentlich. So wuff, was für ein Beat und tönt aber gar nicht so schlecht. Und es ist sogar richtig zum Fühlen. Zum Fühlen. Aber nachher natürlich auch ein paar, was eher so unserer Meinung sind, würde finden irgendwie bei der Dr. Ratch zum Beispiel sagt, ich bin ja der grösste EDM-Fan, aber das ist für mich schon zu viel Klischee-EDM. Also weißt, ich frage mich vor allem, das ich leite jetzt auf, produziert er, spielt er einfach in einem Videoclip mit, was macht er jetzt genau? Weil es ist nicht so, dass du einfach findest, oh komm, ich mache jetzt noch ein EDM oder generell Musikproduzent. Oder? Ich glaube, der andere Typ hat wahrscheinlich einfach irgendwie den einen auf den anderen zu oder irgend so etwas. Ich check das nicht. Ich glaube nicht, dass er hat wahrscheinlich einfach in das Mikrofon rein, hey, hey, und hat ich den Rest produziert. Ich bin auch recht enttäuscht, er hat kein einziges Witzchen oder überhaupt nichts Lustiges gemacht während dem ganzen Clip. Ich meine, er ist voll ernst so in seinem Anzug irgendwie so und kommt dann noch mit Zabel und so. Ich meine, mach doch irgendwie einen kurzen kleinen Affe oder so immer rein. Dann haben wir so das Gefühl, so, okay, geiles Jahr, jetzt machst du ein EDM. Hast du Zeit für ein Votum? Ja. Oli Pocher.
Du als Musikexpertin, oder? Wie wärst du das gefunden jetzt? Also meins ist es wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich da dazu sagen soll. Findest du es auf einer Skala von 1 bis 10 findest du es einfach ein bisschen komisch oder sehr verschissen? Also für meinen persönlichen Geschmack ist es absolut verschissen. Okay, das lassen wir einfach mal so. Aber nein, weißt, ich bin mir das mega gewöhnt. Ich war zuerst gerade in Asien und die Asiaten die freaken voll ab auf dem Sound. Also dort musst du fast so Zeug spielen. Also ich bin da wirklich so mit meinem Hip-Hop, weißt du, haben sie so gefunden, ja, schon... Nur schon das Tempo viel zu langsam eigentlich für dich. Also er sollte eigentlich auf Asi gehen. Dann ja, dort hat ja definitiv viel Erfolg. Gut, okay. DJ Acey sagt dir. Dankeschön. Lieber Oli Pocher, geh einfach mit dem EDM-Sound, den du jetzt neuerdings machst, auf Asi und dann wirst du absolute Superhero. Neue prickelnde Meinungen, die wir noch reinnehmen müssen. Weil nachher gibt es etwas sehr Prickelndes. Ja, wahrscheinlich einfach so das ganze Video an sich schon der Witz ist am Ganzen. Was ist das Lustige? Comedy. Aber ich finde es schräg. Es ist schräg. Also, eben, mir ist es auch so ein bisschen zu viel. Wir hätten ja trotzdem gerne. Ja. Schöner Versuch, Oli Pocher. Wir freuen uns auf dein Album.